Entschuldigung, die das Wort erteilen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn ich eine Beurteilung zu diesem Haushalt Einzelplan 16 machen würde, würde ich schreiben, Sie waren bemüht. Sie waren bemüht und ignorieren vollständig das, was passiert. Dürren in Afrika, Überschwemmung in Bangladesch. Sie ignorieren, dass Menschen umsiedeln müssen, ihre Heimat verlieren, weil die Lebensbedingungen zerstört sind, sei es durch den Klimawandel, sei es durch rücksichtsloseste Ausbeutung der Natur. Und erinnern wir uns an unsere Jugendzeit. Wie oft gab es da Unwetter? Wie stark und wie gehäuft waren diese? Stark waren sie, aber in der Häufung? In den 70er Jahren gab es 4 Extremwetterereignisse, die registriert wurden bei Wikipedia in Europa. In den 80er waren es 5. In den 90er waren es schon 12. Von 2000 bis 2010 waren es 17. Und in den letzten 4 Jahren alleine 14 Extremwetterereignisse. Der Klimawandel lässt grüßen. Und was machen Sie? 400 Millionen Euro für den vorbeugenden Klimaschutz gestrichen. In verschiedenen Einzelplänen. Sie werden uns erklären, wo Sie was wie versteckt haben. Aber es fehlt, und dieses Geld fehlt für vorbeugenden Klimaschutz, sei es in der Bundesrepublik, sei es in anderen Ländern. Und bezahlen werden dies die Menschen, die nicht ausweichen können. Bezahlen werden es die Ärmsten der Armen, aber auch Ihre Klientel, die Wirtschaft, wird dafür bezahlen müssen. Und das, finden wir, ist eine nicht vorausschauende, eine rücksichtslose Politik, die wir ablehnen. Ihr wichtigstes Klimaschutzelement war der CO2-Zertifikatshandel. Er funktioniert nicht, das wissen wir. Es sind auch keine Ansätze zu erkennen, weder im Haushalt noch in Ihrer Politik, dass sich das ändert. Aber im Haushalt finde ich, dass Sie die fehlenden Kosten, die durch die CO2-Zertifikate entstehen, jetzt den Industrieunternehmen erstatten wollen. Das müssen Sie mir mal erklären. Der Klimaschutz soll über CO2-Zertifikate vorangetrieben werden. Die Wirtschaft soll motiviert werden, klimafreundlicher, ressourcensparender zu produzieren. Und jetzt entschädigen Sie die Kosten, die der Wirtschaft dadurch vielleicht entstehen könnten, mit 350 Millionen. Also ich kann nur eins sagen, streichen Sie diese Forderung aus dem EKF, setzen Sie dieses Geld ein für echten Klimaschutz, dann können wir wenigstens sagen, Sie haben sich nicht nur bemüht, sondern Sie haben einen kleinen Schritt getan. Beim Klimawandel, vorbeugenden Schutz davor, haben Sie versagt. Wie sieht es denn nun aus bei dem Schutz vor den Auswirkungen des Klimawandels? 18 Milliarden Schäden gab es in der Bundesrepublik bei der Jahrhundertflut 2002. 8 Milliarden haben wir bereitgestellt für die erneute Jahrhundertflut 2013 als Sofortmaßnahme. Es ist eine gute Leistung, die wir gemeinsam geschafft haben, ja. Ja, aber wie, außer materiellen Schäden, wie fühlen sich die Menschen an Elbe, Elster oder Saale, Rhein, die Angst haben bei jedem Hoch, bei jedem Regenguss, bei jedem starken Wetter? Wie fühlen sich die Menschen in NRW bei diesen Unwettern, die gerade tobten zu Pfingsten, wenn sie dann hören, dass die schlechte Koordinierung des Hochwasserschutzes zwischen den Ländern weiterhin nicht stattfindet, weil sie nicht einmal lächerliche 3 Millionen Euro für eine Koordinierungsstelle bereitstellen wollen? Das müssen Sie den Menschen erklären. Ich kann es nicht. Aber mit mangelndem Schutz vor Wasser haben wir es nicht nur beim Hochwasser zu tun. Auch in der Asse, bei einem ganz anderen Thema, kommt das Wasser wahrscheinlich schneller, als dass Sie sich durchringen, etwas zu unternehmen. Die Lex Asse 2033, eventuell wollen Sie soweit sein, was rauszuholen. Ich sage Ihnen, Frau Hendricks, setzen Sie mehr Geld dort ein. In eine Parallelforschung für die Lagerfindung. Setzen Sie Geld ein, damit endlich der Müll aus der Asse kommt und vor allen Dingen, dass wir einen sicheren Verwahrort in der Bundesrepublik finden. Und dafür können Sie auch das Geld nehmen, was Sie weiterhin in die Totgeburt Gorleben stecken und in den Schacht Konrad.
nehmen Sie dieses Geld, schließen Sie Gorleben und machen Sie damit einen Weg frei für eine vernünftige Forschung, für eine vernünftige Lösung. Und unter anderem auch, kann ich Ihnen sagen, auch wenn Sie sich hier aufregen, Herr Kollege, nehmen Sie das Geld, um auch die Altlasten der Urangewinnung in Ostdeutschland zu beseitigen, die vor 1960 waren und die nicht von der Wismut erfasst werden. Dieses Geld könnten Sie gut dafür einsetzen. Ich möchte aber auch einen positiven Aspekt der Änderung in der Haushaltsdebatte erwähnen, auch wenn es nicht viel ist, aber dass Sie der Region um die Asse jetzt mehr Geld zur Verfügung stellen, dass sie die Nachteile ausgleichen kann, mit denen sie seit Jahrzehnten leben muss. Das ist wirklich ein guter Schritt und das begrüßen wir. Und das ist der kleine Lichtblick in diesem Haushaltsentwurf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Rußpartikelfilter sollten mal gefördert werden. Jetzt kann ich verstehen, dass Sie sagen, alte Dieselfahrzeuge sollen weg. Es gibt aber Menschen in diesem Lande, die können sich neue nicht leisten. Aber sie können aufgrund von immer mehr Umweltzonen ihre Fahrzeuge nicht mehr in jede Stadt nutzen. Sie sollen aber flexibel sein, auf dem Arbeitsmarkt reagieren. Sie sollen dorthin gehen, wo die Arbeit ist. Sie sind auf das Fahrzeug angewiesen. Sie unterstützen die Umrüstung nicht. Das ist sozialpolitisch eine Katastrophe. Das Einzige, was Sie mit dieser Nichtunterstützung erreichen, ist zu versuchen, den Zwang zu Neufahrzeugen herzustellen. Und das ist auch ressourcentechnisch schädlich. Und ich sage Ihnen ehrlich, führen Sie die Rußpartikelfilterförderung wieder ein, führen Sie sie fort. Es sind nur noch wenige Jahre, aber damit entlasten Sie die Umwelt, damit entlasten Sie die kleinen Leute, die nicht viel Geld haben. Und damit stützen Sie uns alle, dass wir eine Gesellschaft bekommen, die nicht nur die Interessen der Großindustrie vertritt, sondern auch die der kleinen Menschen. Und lassen Sie mich jetzt zuletzt noch einen Einzelpunkt bringen, der mich geschockt hat. Am 19.06.2014 hat die Firma VW erklärt, das Kältemittel 1234YF doch einzusetzen. Es geht um eine Einsparung von 2 Gramm CO2 pro Kilometer gefahrene Pkw-Strecke, was dieses Kältemittel besser sein soll als andere. Kommt es zu einem Fahrzeugbrand, 30.000 Mal in Deutschland im Jahr entsteht Flusssäure. Sie riskieren damit, dass Sie Daimler, VW, andere Firmen nicht unterstützen, diese Umstellung vorauszuschieben bei der EU. Riskieren Sie Gesundheit von Hunderten, von Tausenden von Menschen im Falle von Unfällen. Ich finde, das ist schändlich. Sie sollten an dieser Stelle alle Kraft einsetzen, bei der EU dagegen zu kämpfen. Diese Ergänzung sei mir gestattet. Ich wünsche mir, dass dieses Mittel verboten wird. Ich wünsche Kollege mir, dass Lenkert, setzen Sie jetzt bitte einen Punkt. Ja, dass dieses Mittel zukünftig verschwindet. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie beim nächsten Haushaltsentwurf Ihre Hausaufgaben machen und damit wir einen Haushalt bekommen, der für die Menschen und für die Umwelt gut ist und nicht für die Unternehmen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Steffen Claudio Lemme das Wort.